Hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Unity, hier vor Alice, wie es auch immer heißt, vor der Hütte. Wir müssen ihnen den Plan erklären, was die Templer vorhaben und sie warnen. Oh mein Gott, im letzten Part haben wir verfolgt, haben die Information gekriegt, was vor sich geht und wir müssen das verhindern. Wenn wir mal natürlich das spielen. Alice ist im Begriff, in den Hinterhalt der Templer zu laufen. Sie muss gefunden und vor diesem Untat gewarnt werden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn wir das natürlich verhindern. Wir müssen verhindern, das ist die Kinderliebe. Die Kinderliebe von der Paris. Die Kinderliebe. Alice? 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 Verdammt, wie war das? Hotel Voisin? Merde. Na, super, wir sind leider zu spät. Und überall stehen die Wachen schon bereit. Was, Garde? Lass mich runter, komm. Lass doch ab. Seil dich einfach mal ab. Na, komm. Ja, komm. Na, komm. Wir müssen darüber. Ja, gut, dass du auch mal hier runter springst. Kommen wir durchs Café durch? Natürlich. So, dann gehen wir hier durch. Und dann müssen wir nun töten. Wo ist die Schurken töten? Na super. Das heißt, töten, hä? Oh, lass doch runter. Der macht nichts. Gut. Du stirbe. Stirbe. Elise, was ist los? Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre dich später. Oh je, abhauen. Los geht's. Ich muss sie verteidigen. Okay. Zack. Der da ist uns im Weg. Soll. Na dann. Los. Los geht's. Stirb! Stirb! Was? Klar, ich konnte mich nicht beschützen. Komm, komm. Bring ihn jetzt endlich um. Dein Freund ist tot. Oh mein Gott. Stirb doch endlich. Stirb! Du bist tot. Töten. Er ist tot, okay. Dann kommen noch die zwei, hä? Stirb, du Ratte! Zack! Er ist tot. Was ist? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich Na super. Hoch und sehe mich um. Aus dem Labyrinth entkommen. Erstmal kurz plündern. Ich kletter kurz hoch. Ja, klar, ich kletter kurz hoch. Warte. Nein, der Meister ist das hier. Ich kann hochklettern. Ja. So, wie kommen wir hier raus? Da ist der Ausgang. Oh, hier sind überall Typen. Da rein, dann da rum. Da hinten kommen wir nicht durch. Okay. Ah, doch. Da hinten, da rum. Aha, aha. Oh. Lass sie nicht entwischen. Lass sie nicht entwischen. Stimmt. Stirb. Dein Freund ist tot. Wir müssen hier weiter. Da ist der Nächste. Stirb. Na super. Ach, die kommen eh nicht.
Weiter, weiter, weiter. Weiter im Text. Weiter, 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 weiter. Ist schon der richtige Weg. Wir sind dann der richtige Weg. Wenn mein Gehirn nichts dagegen sagt. Ja, wir sind richtig. Guckst du. Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Okay, dann töten wir den. Zack! Zu viele, um vorbeizuschleichen. Wir müssen das zu zweit erledigen. Schalten wir sie aus, leise. Ja, dann warte mal. Wie sie nicht wartet. Ja, der Arm sich festhakt. Stirb! Nein, nicht ganz. Noch eine größere Gruppe. Hast du eine junge Frau hier langkommen sehen? Nein, tut mir leid. Die Angst. Zack. Der ist tot. Zack, der ist auch tot. Schützen. Ich sehe sie. Ach du Scheiße. Okay, ich gehe hoch. Aufwärts, komm. Schützen, oh je. Warte doch mal, die rennt einfach vor. Runter, lass mich doch runter. Was machst denn du? Alter. Krass. Mein Gott, was die? Stirb. Jetzt muss ich gegen die noch kämpfen, hey. Bringen sie um. Nein, nicht mit uns. Stirb. Was, wo denn? Wo denn? Hier ist doch keiner. Da ist da oben noch ein Schütze. Sag das doch. Stirb wie ein Mann, du Feigling. Ich den verarscht hab. Stirb. Du gehörst mir. Du gehörst niemanden. Zack. Das war der letzte von ihnen. Lass uns verschwinden. Dann alle hopp. Wir müssen verschwinden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, diese Schützen, hey. Sie können nicht weit sein. Findet sie. Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Ich könnte mich verspäten, ja klar. Ja, super. Es sind ein paar viele, die da kommen. Egal. Boah. Stirb. Anonym werden. Egal, ich bringe sie um. Boah, der hat doch gar nicht Ah, der schießt deswegen. Sag das doch. Komm, rüber. Rüber. Wuhu. Das sind Menschenmengen, junge Freunde. Boah, lasst mich doch hier durch. Rein. Aua. Genau, wie weit er geschossen hat. Ich verarschen. Durch die Gassen. Oh, komm jetzt. Da rein. Haha. Tja. Ich bin anonym. Ich bin im Heuhaufen. Ich bin heunonym. Maßgeschneiderte mittelalterliche Zeugs gekriegt. Ja. Umhang. Sequenz 6, Erinnerung 2, abgeschlossen. Herausforderung Kopfschüsse und Doppelattentaten haben wir leider nicht gemacht, aber eine große Zeughammer. Abgemacht. Sie müssen anonym sein und festen Boden haben. Okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich bin anonym. Dann kann ich mich wenigstens mal ein bisschen anpassen, oder? Fähigkeiten. Nahkampf. Was haben wir denn Neues? Ach, Waffen. Fernkampf. Nein, schleichen. Was haben wir hier Neues? Sex brauche ich dafür. Oh mein Gott, was haben wir denn hier? Abrollen. Das wäre natürlich auch was Spannendes. Oder Luftdoppelattentat. Luftdoppelattentat hört sich gut an. Luftattentat. Aber das würde ich natürlich kaufen. Luftdoppelattentate.
Kann ganz hilfreich sein, wenn wir von oben kommen und zwei töten müssen. So. Zack. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich zum Café und unsere geehrte Dame treffen und ihr alles erzählen, was passiert ist. Hier sind die Revolutionäre. Du wagst es, in mein Haus zu kommen und mir zu drohen? Stirb! Na super, dann sehen mich wieder die Nächsten. Du bist ein Witz. Ich bin noch gar nicht da. Oh mein Gott, hey. Aua! Schützt mich! Ihr Blauen, beschützt mich! Die haben mich angeschossen. Die haben mich einfach angeschossen. Einfach so. Na super. Ich bin nicht mehr da. Ich bin weg. So. Schnell hier durch. Ab durch die Hecke. Ab durch die Hecke. So, dann haben wir noch einen weiten Weg. Huh? Noch einen sehr weiten Weg. Wenigstens haben wir sie in Sicherheit bekommen. Aber was genau geschehen ist, müssen wir noch erzählen. Oh. Hallo. Verehrte Damen, lassen Sie mich durch. Bitte lassen Sie mich durch. Diese Gassen hier, echt ohne Witz. Echt krass, diese Gassen hier. Kisten brauche ich jetzt nicht unbedingt sammeln. Ich sehe immer nur Geld und so Zeug drin. Also nichts Spannendes, nichts Spannendes. Nichts Spannendes. Hey, Mann. Was, hey, Mann? Hey. Hey. Das gehört mir. Und einmal ins Wasser. Ui. Köpfer. 93 Meter, dann sind wir bei ihr. Und, ja, genau. Da macht er natürlich keinen Köpfer. Da ist ein Lappen. Mach doch gleich Kerze. Mensch. Arschbombe oder so. Unfassbier. So. Dann gehen wir hier die Leiter hoch. Alle hopp. Alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle hopp. Und gehen natürlich zum Café Theater Massiv und erzählen ihr, was passiert hat. Ein vorsichtiger Allianz. Elise hat weder Spuren noch Verbündete oder Zeit. Überzeugt sie sich, mit der Bruderschaft zusammenzutun, um den Mörder ihres Vaters zu finden. Werden wir natürlich direkt machen. Wir müssen sie überzeugen, dass sie für uns kämpft, auch wenn sie eine Templerin ist. Scheißegal, sie soll eine Assassine werden. Sie soll mit uns mitkämpfen. Danke, danke, meine Freunde. Wir wollen hier heute über den Hunger reden. Mit noch einer schlechten Ernte und den feindlich gesinnten Nachbarn um uns. Also? Der Krieg ist das Problem. Also? Du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Vom Revolutionseifer allein zu ernähren? Das Getreide muss irgendwo herkommen. Und während des Krieges, wo soll es denn bitte herkommen? Ich habe mich nicht verändert, Elise. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Oh ja, sie vertraut uns und hoffe, sie wird es nicht bereuen. Ja, wir werden sie jetzt der Bruderschaft vorstellen, natürlich. Und vielleicht nimmt sie das Angebot ja dann an. Wie sie schon sagt. Sie will sich das Angebot anhören. Dann schauen wir mal, wie sie sich dann entscheidet. Denke ich mal. Wenn wir schon hinkriegen, sie zu überzeugen. Ist das eine Templerin? Was hat er vor? Ehrlich.
Sie sind etwas paranoid, wenn es um Ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Alles in Ordnung, mein Freund? Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Oh, da splitten sich die Meinungen. Oh. Ja klar, wenn man eine Templerin zu den Assassinen bringt, ins Versteck, dann ist es ja klar, dass die einen so denken und die anderen anders. Mensch, wie soll das nur weitergehen? Wir haben viel mit ihr zu besprechen. Schauen wir mal. Die Assassinen dann auch uns vertrauen mit ihr. Ja, oh je, wo soll das Ganze nur hinführen? Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Auf welcher Seite stehst du? Was sagt ihr da? Wirklich, wir können ihn ihr müsst finden. Euch beruhigen. Ihr werft hier mit ungeheuerlichen Anschuldigungen. Dann kriegst du jetzt, was dir zusteht. Stirb, du Feigling! Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Was zum... Elise! Ey, nicht abhauen. Das haben wir früher gemacht, als wir klein waren, aber nicht jetzt. Warte doch! Elise, warte! Warte auf mich! Ah, unser Garten von damals. Was hast du denn vor? Wo rennst du hin? Wohin rennst du? Ja, auf einmal stehen geblieben, auf einmal rennst du wieder los. Was machst denn du? Warte auf mich! Warte, Elise! Ich hab dich doch schon überholt! Mensch! Mach keine Faxen! Sag's dir, mach keine Faxen, du packst rum! Elise! Ich steh neben dir! Warum schreist du sie denn an? Wo rennst du hin? Wo rennst du hin, verehrte Dame? Wo willst du denn hin? Oh mein Gott, wo rennt sie hin? Weil nur Verbrecher. Mann. Elise! Backt einen kleinen Weng rum. Aber nur einen kleinen Weng. Was sollte das denn? Arnaud. François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Oh yeah, anscheinend tot, anscheinend doch nicht. Aber das werden wir erst im nächsten Part herausfinden. Eine vorsichtige Allianz. Elise hat weder Spuren noch Verbündete oder Zeit, wie gesagt. Ja, aber wir werden im nächsten Part die Werkstatt untersuchen. Schauen, was vor sich geht.
und ein paar Fragen stellen, wenn wir den anderen finden, den anderen Knaben. Dann würde ich mal sagen, seid dabei im nächsten Part wieder, lasst die Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.